So, los geht's. Ohne irgendeine Einleitung. Sofort Frage 1. Those men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Die Frage ist, worauf ist Wahrheit und anzweifelnde Lüge jetzt bezogen? Also ich meine, es waren mehrere Aussagen. Einerseits, es muss was mit dem Film zu tun haben, oder was war es davor? Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Das davor wollte ich nämlich auf jeden Fall anzweifeln. Ich zweifle es trotzdem mal an. Einfach, weil, ist halt so. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Okay, sie ist also auch Schauspielerin. Na dann. Gut. 26 ist sie erst, sehe ich gerade. Ich nehme mal an, ihr Mann wird ein bisschen älter sein, oder? Na gut, egal. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Könnte... Ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln eigentlich. Ich meine, natürlich kann es sein, dass sie da was zurückhält, aber ich habe eigentlich keinen Grund, es anzuzweifeln. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Gut, dann wissen wir ja schon, zu wem wir als nächstes gehen müssen. Adresse des Requisitenladens rausfinden. Okay, wir müssen also erstmal einen Anruf tätigen. Ich finde auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich habe ja jetzt auf Wahrheit gedrückt. Und trotzdem antwortet er so, als ob ich auf Anzweifeln gedrückt hätte. Das hatte ich schon mal in der letzten Aufnahme. Ich glaube, das war auch in dem Fall mit den... Also der schief ging mit den Lizenzen. Da hatte ich, glaube ich, auch so eine Situation. Das hat mich da total verwirrt, weil ich dachte, dass ich falsch gedrückt habe. Aber, naja, gut, was soll's. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Worauf ist das jetzt bezogen, Wahrheit an Zweifeln, Lüge? Ich weiß es nicht. Sie hat mir keine Antwort gegeben. Sie hat Gegenfragen gestellt. Wahrscheinlich weiß sie was. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Gut. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Das lief ja mal wieder richtig vernünftig. Okay, wir nehmen mal kurz das Telefon in die Hand, denn wir müssen ja die Adresse des Requisitenladens herausfinden. Operator, give me dispatch. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks. Wunderbar. Ich habe übrigens gerade festgestellt, so von der Seite sah Bukowski gerade aus wie Hugo Weaving, also Elrond, beziehungsweise Agent Smith, falls ihr nicht wisst, wer Hugo Weaving ist. Und diese Statue hier, die erinnert mich irgendwie an den Löwen von Babylon, ein bisschen von der Art her, auch wenn sie nicht die richtige Haltung hat dafür. Na gut, egal. Machen wir uns mal auf den Weg. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife. Du hast deinen Hut vergessen. Rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Nimmst du deinen Hut halt nicht mit? Gut.
Können wir mit ihm noch irgendwas besprechen? Nee, ne? All I know is all I've told you, Detective. Gut. Soll mir recht sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt der Einstieg ins nächste Dezernat ist, wenn wir den Fall fertig haben. Weil das ja jetzt nicht mehr viel mit Verkehr zu tun hat, ne? Bukowski wollte ja immer irgendwas anderes machen, so hatte ich immer das Gefühl. Und, jetzt hat er die Chance dazu. Wir können eigentlich... Steckst härter zu? Ach, trägt man, um sich unter Filmstars zu mischen? Das ist eigentlich schon das richtige Outfit, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so zum Spaß dran steht oder ob uns das wirklich irgendwie helfen kann, wenn wir uns unter Hollywood-Größen bewegen. Müsste man mal schauen. So. Ich bin mal gespannt, ob er gleich einen Ersatzhut irgendwo aus der Tasche zieht. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. You think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Well, she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McCaffrey. Ich glaube auch, dass sie eher einfach für ihren Mann arbeiten wird, um ihn ein bisschen aus der Schusslinie zu ziehen. Ich glaube nicht, dass sie direkt mit drin stecken wird. Aber sie wird schon Bescheid wissen, was er macht. Haben wir ja auch gemerkt. Sie weiß immer mehr, als sie sagt, als sie zugibt. Oder meistens zumindest. Okay, jetzt hätte ich Zeit für einen kleinen Fall zwischendurch, für einen spontanen. Also falls ihr einen hättet, ich wäre dabei. Aber jetzt kommt keiner, ist klar. Na gut, was so ist. Dann machen wir halt direkt zum Requisitenladen. Ist mir auch recht. Wir müssen ja nicht immer irgendwelche kleinen Zwischenfälle noch mitmachen. So, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig war, aber doch, sieht ganz gut aus, oder? Ich meine, zumindest tendenziell stimmt die Richtung ja. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich mache mal gleich auf die nächste Straße. Sind wir ja nicht in der Nähe vom Gerichtsmediziner? War das nicht auch so eine Straße? Ich weiß es nicht. So, Ampeln sind mir egal, die beachte ich eh nicht. Ah, okay, da sind wir ja schon. Was, hä? Was? Willst du dich mit mir anlegen? Arschloch. Okay, okay. Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Wenn du mitten auf der Kreuzung stehen bleibst, kann ich auch nichts für. Es ist dein Fehler. Hier gibt es keine Ampeln, also musst du warten, bis der Gegenverkehr weg ist. Und wenn du mitten auf der Kreuzung stehen bleibst, bei den scheiß Bremsen, die die Karren hier haben, dann gibt es halt einen Unfall. Also selbst schuld, Arschloch. So, hier sind wir doch richtig. Silver Street. Screen, Verzeihung, Requisiten. 10.53 Uhr. Rein in die gute Stube. Ich weiß bloß nicht, was genau wir jetzt hier suchen. Ich meine, wir könnten auch am Filmset schauen, ne? Oh, sympathisch. Hallo Bärchen. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! Ach so, deshalb, okay. I'm Marlon Hopgood, how can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Das habe ich gerade nicht so ganz gecheckt, dass er der Besitzer davon ist. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das jetzt explizit erwähnt wurde, dass er der Besitzer ist. Wir hatten eigentlich bloß das Foto, wo die beiden halt im Front des Ganzen waren, vor der Front. Sieht hübsch aus hier. Ein Haufen Ramsch hast du auf jeden Fall. Ach ja, damals, als die Requisiten noch einfach waren und es keine Computertechnik gab. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Ein Palast. Gut, die bleiben also hier. Ich schaue mir dabei mal hier das Räumchen an. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. Das ist eine sehr große Überraschung, dass das ein Zauberspiegel ist. There's a room on the other side. Ja, man hat die Kamera ja schon durchschimmern sehen, also das war jetzt nicht sehr überraschend. Well, well. Find a way into that peep tent, Phelps.
I'll stay here and keep our pervert company. Na klar, geht gleich los. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Phelps? Cole? Möchtest du... Dankeschön. Er wollte nicht mehr. Oh, sieh mal einer an. Die kennen wir doch. Muss ich hier noch irgendwie das besonders halten, damit du erkennst, dass das auch so ein Schrumpfkopf ist, wie er am Gaspedal benutzt wurde? Nehmen wir mal den anderen. So, nee, er will nichts dazu sagen. Ich meine, wir sehen ja, dass das so, auch so einer ist, aber er sagt nichts dazu. Gut, dann halt nicht. Wehe, ihr kreidet mir das jetzt an, dass ich das nicht entdeckt habe, die Schrumpfköpfe. Oho, was haben wir denn da? Dreh mal bitte. Ja. Na, schaffst du es noch? Chloralhydrat. Da haben wir unser Betäubungsmittel. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Alter. So krank. Ich will aber eigentlich nicht. Ich wollte die Pillen daneben noch anschauen. Ach so, das sind Tabletten. Ich dachte eigentlich, Chloralhydrat wäre... Na gut, okay. Gut, schauen wir uns ja noch kurz den Rest der Hütte an. Ach, zu dem Schrumpfkopf will er nichts sagen. Ich glaube, bei ihm sind wir bald besser aufgehoben als bei Bishop, kann das sein. So, einmal die Tür geöffnet. Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Doesn't look like anything. Gut. Okay. Na, sag jetzt nicht, dass er auch noch so ein Spiegel ist. So ein durchscheinender. Aber nee, der sieht in dem Fall immer nicht so aus, ne? Können wir das Licht selber an- und ausmachen? Können wir irgendwo? Nein? Schade. Dann halt nicht. Kann ich irgendwie das Klo untersuchen oder irgendwas hier machen? Nee, ne? Nein. Nichts. Okay, dann schauen wir mal von draußen aus das Ganze an. Irgendwo muss ja der Zugang sein. Vielleicht können wir auch hier... Nee, da können wir nicht durch. Hier haben wir doch eine falsche Wand. Bingo! Na, das ist doch gleich mal ein Volltreffer. Ich nehme an, die Bierflasche ist egal, oder? Wir nehmen sie trotzdem mal in die Hand. Zumindest sagt er nicht, dass sie egal ist. Also vielleicht kann er da irgendwas drauf erkennen. Sonst sagt er ja eigentlich immer, dass es irrelevant ist. In dem Falle mal nicht, aber er sagt auch nichts dazu. Na gut. Da haben wir das Räumchen noch gefunden. Erstmal den Säbel. Ist ja niedlich. Ist der irgendwie von Bedeutung? Er sagt mal wieder nichts dazu. Na gut, leg hin. Hat ein seltsames Format, muss ich sagen. Jungle Drums von Mark Bishop. Oder zu Händen Mark Bishop. Ich habe gerade unten gar nicht gelesen, ich habe gerade bloß auf die Dings geschaut. 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Oh, nächste Adresse, wunderbar. Schauen wir uns das Set dort auch nochmal an. So, Mark Bishop, Jessica Hamilton. Aha. Den würde ich mir gerne mal anschauen. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Okay, wird wohl nichts mit anschauen. So, hier ist einfach nur zum Trinken, ne? Nichts Besonderes wahrscheinlich. Los Diablos. Gut. Wir schauen erstmal kurz nach hier hinten die Ecke an. I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood.
Tja. Was habt ihr erwartet? Die Kamera ist da vielleicht noch im Film drin oder irgendwas? Ja, interessant. Weiß nicht, was ich mit der Perspektive jetzt anfangen soll. Ich dachte eigentlich, dass du mal die Kamera untersuchst, aber nee, da steckt doch keine Rolle drauf. Ansonsten haben wir ja hier keine Filmrollen, die er in der Hand nehmen will, ne? Nee. Gut. Aber die Musik läuft noch, also muss eigentlich noch irgendwas sein. Ich kann ja hier auch sonst nichts mehr machen, ne? Hier nicht, hier nicht. Das haben wir gerade schon angeschaut. So, und hier schaut er ja bloß... Dieser Stein ist eigentlich voll im Weg hier, dieser Ziegelstein, ne? Ich weiß gar nicht, warum der dort hängt. Aber ich kann sonst auch nichts mehr hier Bestimmtes anschauen oder manipulieren oder irgendwas. Also ich glaube, mit der Kamera geht hier nichts dabei. Irgendwas muss noch sein. Ich weiß bloß nicht, was. Ah, hier haben wir noch mehr von den Schrumpfköpfen. Warum gibt es denn hier so Massen von diesen Dingern? Meine Güte. Sind aber auch alle gleich eigentlich, ne? Keiner, der mal irgendwie besonders ist oder irgendwas dabei. Ah, hier kommen wir doch schon mal der ganzen Sache ein bisschen näher. Das sieht doch schon eher danach aus. This is where you sprang from. Da kommst du jetzt erst drauf, wenn du den hier siehst. So, und der sieht genauso aus wie der, den wir gefunden haben auf dem Gaspedal. Du hast ihn jetzt aber auch erkannt, oder? Weil er nichts dazu gesagt hat, das hat mich gerade ein bisschen verwundert. Ja, okay. Eine neue Zeitung, Dope Flood Streets. Drogenflut auf der Straße, Polizeijagd, Schmuggelware, den Rest habe ich gerade nicht gelesen. Schauen wir einfach mal rein. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler? Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have. Yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. Now can you make a cake with those ingredients, huh? Please. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surettes. Yeah, surettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Ja, auf die falschen Leute eingegangen, ne? Den kannten wir ja schon, der war ja auch beim Doktor mit dabei. Gut. Gesammelte Zeitung 3 von 13. Na Mensch, da bin ich ja schon richtig weit. Aber zumindest hat er sein Gewissen wieder erlangt an der Stelle, aber vielleicht falsch reagiert, denn man sollte Leuten, die im kriminellen Geschäft was zu sagen haben, nicht unbedingt blöd kommen.
Man sollte dann vielleicht höflich ablehnen oder irgendwie sowas, aber nicht einfach gehen. Das ist dann ein bisschen ungesund eventuell. So, ich glaube, das hier hinten ist alles nicht mehr von Bedeutung, ne? Nee.